Spannender Tag, spannende Aktion. Dieses Völkchen sitzt seit sage und schreibe 3 Jahre in diesem Baum. Der Baum muss weichen. Und Norbert bildet sich ein, wir müssen die Bienen retten. Ich hätte zum Schwefelstreifen greifen. Ein bisschen mulmig ist mir zumute. Also Baum runter, Bienen raus, mit hart. Ja. Norbert, wie lange bist du schon Imker? Eine Woche. Eine Woche? Gut. Wie lange arbeitest du schon mit Kettensägen? Seit 15 Jahren. Also, gut, danke. Treffen. Also, du übernimmst den Bad mit den Bienen. Treffen uns in der Mitte. Gut, passt. Prima. Legen wir mal los hier. Mal schauen, wie weit wir heute kommen hierbei. So, die alte Walnuss steht schon ziemlich nockert da. Die Bienen sind schon einigermaßen auf uns aufmerksam geworden. Jetzt wird es interessant, wo endet das Nest, wo fängt es an? Wie hohl ist dieser Baum eigentlich? Ich habe den Verdacht, dass er bis unten hindurch hohl ist. Und sobald der Baum fällt, wird wahrscheinlich auch das ganze Wabenwerk der Bienen zusammenbrechen. Wird jetzt interessant werden, wie es weitergeht. Schauen wir uns mal an. Ja, und wenn ihr einmal wissen wollt, wie man ein Volk so richtig schön aggressiv macht, schneidet ihm einfach den Baum unter den Füßen weg. Dann sind sie unglücklich. Ja, die sind nicht zufrieden mit uns. Mal schauen, wann wir auf das Nest stoßen.
Da kommt schon raus, wa? Ameisen unten auch drin. Ja. Da sieht man schon den Wabenbau. Die Waben, einen Meter weiter stehen die Waben drin. Einen guten Meter weiter. Ja, ich glaube noch so 30 cm, dann beginnen die ersten schon. 30 cm, gut, dann sehe ich es von hier schlecht, das kann auch sein. Ne? Das ist alter Wabenbau. Siehst du das? Das ist aber etwas weiter. Das ist nicht mehr weit, 30 cm jetzt noch. Dann ist da frischer Wabenbau schon. Das ist alter Wabenbau, der ist runtergefallen. Ich sag ja, das kann sein, dass da schon zwei Schwärme drin waren in dem Baum. Dass einer schon kaputt gegangen ist und ist die alte Suppe runter und ist einer nachgekommen. Dass sie so lange überleben, ist ungewöhnlich. Da sind wir. Brutwaben, junge Brutwaben. Gut, das Wabenmaul ist natürlich gut zusammengebrochen. Ich schätze, wir werden auf dem ersten halben Meter schon nach der Königin suchen können da unten. Das sind Brutwaben. Lass mal die Smucker anschmeißen, weil sonst haben wir keine Chance. Ohne Smucker geht hier gar nichts. So. Ein relativ ruhiges Völkchen sogar für das, was wir hier gerade tun. Bienen sind am Sterzeln. Karnika wird Backfasseinschlag, so wie es aussieht. Klassische Standbegattung, würde man sagen. Wenn es dann ein Stand wäre. Aber recht geschmeidig sogar für unser Werken. Hier so schlimm aggressiv sind sie nicht. Auch wenn auch ich mich heute bei der Arbeit hier nicht traue, ohne Ritterrüstung rumzulaufen. So mutig bin ich nicht. So, ein bisschen den Angriffswillen brechen hier. Ein bisschen rote Ringe haben wir, aber nicht viel. Wird noch interessant sein, wie es weitergeht heute. Na schoss, sind sogar ganz liebe Bienen. Stechen will's nicht. Noch nicht. So, ja, rauchen wir sie mal ein bisschen ein, oder? Ja, also was machen wir jetzt? Schneiden wir oben jetzt Scheiben nochmal runter, oder? Ich würde sagen, wir beginnen nochmal von oben. Ja, wobei ich aber hier ist ein Knoten. Das ist, vermute nicht, dass der hier hohl ist. Eher nicht. Meine Vermutung, ja, weil wenn hier... Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin kein Experte für Holz, ja, aber wenn da so eine Verkreuzung ist, ja, ist das meist relativ fest da, ne? Ja. Wir werden einmal im Knoten schneiden und dann sehen wir gleich weiter. Ansonsten brausen es halt raus da. Tut's eh schon. Viel falsch machen können wir nimmer. Ja, das ganze Ding ist natürlich hohl, aber... Ist das Nest schon, oder? Ja. Hier, schätze ich mal. Hier können wir gucken. Ja, ja.
Specht oder was war das? Maus? Okay, es geht. Ja, passt, mach weiter, ja, ja. Immer noch nicht. Haben wir gescheit verschätzt, wa? Aber Ameisen ohne Ende. Ja? Aber jetzt kannst du. Ja, ist ein tiefes Ameisennest da drin, ne? Noch nicht da. Habe ich ein bisschen verschätzt, würde ich sagen. Das ist alles noch der Ameisenbau da, ne? Ja. Irre. Die Frage, ob man jetzt nicht einfach. Wollen wir jetzt schon aufmachen? Ich meine, viel ist nicht mehr, ne? Ja, lass ihn aufmachen, oder? Robert, ich mach das zum ersten Mal, ne? Genau wie du. Hier haben wir den alten Wabenbau, der ist runtergefallen, der lag unter dem Volk, unter dem neuen Wabenbau. Und ich habe den Verdacht, weil man sagt, dass dieses Volk hier schon seit mehr als 3 Jahren drin lebt, dass hier schon mal die Wachsmotter aufgeräumt hat, das alles runtergeworfen hat und dann einfach ein neuer Schwamm eingezogen ist. Aber ansonsten sieht das Volk auf den ersten Blick recht gesund aus. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ob wir hier Virusschäden oder ähnliches finden werden oder ob wir hier gesundes Volk drin haben. Macht mich sehr, sehr neugierig.
Hammern auf, wa? Hammern auf. Jetzt wird's interessant. Die Spannung steigt. Ein bisschen guten Tag sagen hier. Ah, da ist sehr artige Biene drin. Wenn es hier bei den Aufbrausen, wann sollen es aufbrausen? Ne? Ja. Was? Ja, richtig. Jetzt werden wir das einmal öffnen, das ganze Geschehen. Dann öffnen wir. Kriegst du das alleine hin oder soll ich die Kamera weglegen? Nein, ich glaube. Ist schon erledigt, okay. Okay, das ist alles, sie haben nicht viel Honig. Da ist ein bisschen Honig, das sind alles Brutwaben. Aber ist ein starkes Völkchen, schau da oben, ist da am Schwärmen. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir einen Hauptgewinn machen hier. Sind wir mit Wasser? Na, lass Wasser weg. Wir holen das Kastel her und diese großen Wabenstücke, die tun wir gleich ins Kastel einschlagen. Schauen wir mal, ob ich die Dame schon finde hier irgendwo. Schauen, ob ich hier den Hauptpreis ziehe und die Königin finde. Das wäre ja der Hammer. Ein relativ starkes Volk sogar, gar nicht schlecht. So, wir haben heute den 14. Juni. Das heißt, auch wenn wir hier das komplette Wabenbrau rausnehmen, dieses Volk die besten Karten, das zu schaffen. Wäre ziemlich happy, wenn wir die Königin finden, weil dann haben wir eh schon gewonnen. Können wir schon nach Hause fahren. Da läuft ja gezeichnete Königin von letztes Jahr. Von wegen 3 Jahre drin, das habe ich mir gedacht. Ich hab sie. Wo ist sie hingelaufen? Norbert, ist eine gelb gezeichnete Königin. Entweder ist die Königin schon 5 Jahre alt oder von letztes Jahr. Sie ist hier runtergelaufen gerade, aber die finden wir auf jeden Fall. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir nehmen jetzt langsam die Waben hier hinten ab. Wir haben uns da schon ein paar Schwarmzellen gemacht, die wollten schon wieder schwärmen. Vielleicht ist sie sogar schon geschwärmt dieses Jahr. Hier ist gerade gelaufen in diesem Bereich. Okay. Aber wir nehmen trotzdem von unten die Waben weg. Mhm. Vielleicht hängen wir doch ein Stück Brutwabe als Bannwabe rein. So, der Versuch einer improvisierten Bannwabe. Etwas offene Brut. Leg mal mittig rein. Aber das Flugloch ist bei diesen Beuten mittig, ne? Ja. Brut immer so ein bisschen im Flugloch nähen lassen. So. Ah, hast du die Abstandhalter selber drauf gedrückt oder? Die sind selber drauf gemacht, ja. Also ich sehe ja ganz anderes Rähmchen, sehe ich gerade, ich verstehe. Das ist ein anderes Rähmchen. Ja, ja, okay. Ja. Gut. Jetzt werden wir den Kampf beginnen hier. Okay, ich habe noch keine Idee. Ja. Wir haben ein gutes Flugloch hier als Aufstiegshilfe. Dass sie einlaufen können, weißt du? Okay, ja, das ist eine gute Idee. Ja. Schauen wir mal, was klappt, dass sie von alleine reinfinden und wieder einlaufen lassen. Sollen wir es näher hinstellen oder glaubst du es nicht? Das passt so, ich will es gar nicht so nah dran haben. Mhm. Und am liebsten wäre, die Königin ist gezeichnet, die finden wir auf jeden Fall. Ja? Okay. Theoretisch könnten wir jetzt, wir stoßen die Bienen einfach in den Schwarmfangkorb und schmeißen das ganze Wabenmaterial weg. Und dann finden wir die Königin, sobald wir die verhaftet haben, die Königin in die Beute. Ja. Alles, was im Schwarmfangkorb ist, hinterher. Und dann haben wir eigentlich eh schon gewonnen. Dann räumen wir das ganze Mabenmaterial weg, dann bleibt die Königin eh schon drin. Dann ziehen die ja dann eh schon ein. So viel zur Theorie. Ja, aber das funktioniert ein bisschen. Naja, das muss funktionieren. Wir räumen die erst hier in den Schwarmfangkorb rein, das ist besser. Okay. Weil die Königin ist ja gezeichnete Königin, also die finden wir auf jeden Fall. Ja, interessant, ja.
Ja, das ist doch ja, der ist einmal ausgezogen gewesen schon. Ja. Oder kaputt gegangen über den Herbst, ja. Und dann ist im Frühjahr gleich der nächste rein. Da unten ist das ganze Kladderadatsch, das siehst du hier, da unten das ganze verschimmelte Wabenmaterial da. Ja. Das hat die Wachsmotte übergelassen. Das zieht Schwärme an, das ist ein Magnet für Schwärme, weißt du? Ja. Aber mal viel Interessantes zu sehen. In Natura. Na, total geil, ich habe sowas auch noch nie gesehen. Also, das ist eine witzige Aktion. Ich habe einen beschissenen Deckel hier mitgenommen, aber das wird schon gehen. Na, das geht mit dem Messer. Ja, das kommt auch so. Ja, das geht. Ist das abgeschlossen unten der Deckel? Kannst du mal schauen? Der Deckel? Ist dicht? Ja. Ja, ganz dicht sein muss, hinten ist bei meinem Weg fast auf dem Weg. Ja, der ist dicht, ja. So, bisschen. Okay. Naja, das sind eh artige Bienen. Das sieht ja nicht drauf. So, wir brauchen also irgendwo einen Verschluss, ein Eimer, den verschließen können, wo die ganzen Blutfarben reinschmeißen können. Wir jetzt den Kübel mit. So, mein Wassersprühgerät, wo habe ich das da hin? Da hinten habe ich es hingetan. Ja, wir brauchen nur was auf der Nase. Ich dachte, ich bin da. Die Blutfarben können wir da einfach reindrücken. Ist eh egal, ist eh alles verloren, weißt du? Da ist nichts zu retten. Ich meine, ich habe gesehen, die Amis machen das, aber... Also können wir da nichts machen? Ja, das brauchen wir gar nicht. Das ist eh besser, wenn wir es hier lassen. Das wird jetzt ein offener Kunstschwarm sozusagen. Ja. Das ist eh das Gesündeste für die, weil du weißt ja nicht, was da jetzt noch drin ist. Ich meine, das ist ja ganz frischer Wabenbau. Das ist letztes Jahr entstanden alles. Aber du weißt nicht, was da noch alles drin ist, ne? Mhm. Ein bisschen mehr Wasser wäre nicht schlecht. Haben wir was da? Okay, gehen wir es an. Ja, den können wir schon gleich als Ganzes nehmen hier. Wesentlich hier. Da ist die Königin. Nein! Da ist sie, da ist er. Ja, gib her. Oh, den brauche ich nicht. Wo ist mein Königinkäfig? So, die Herren haben Haushoch gewonnen. Das ging schnell. Königin gefangen. Nummer 24 mit Opalit-Zeichenkettchen von letztes Jahr. Da haben wir gewonnen. Jetzt wird's einfach. Gut. Ja, dann können wir das eigentlich. Also, entweder machen wir jetzt einen Schwarm oder wir knallen den in die Kiste ein. Das ist jetzt wurscht. Wenn wir die Königin da reinknallen, folgen die anderen eh nach. Ja, ne? Ja, na, da ist sie. Schau, sie kommen schon. Siehst du das? Ja, ja. Die wissen schon, dass ihre Mama hier ist. Na dann. Haben wir. So, noch einmal festgehalten für die Nachwelt. Nach dem jungen Wabenbau zu urteilen, der drin ist, denke ich, dass es ein heuriger Schwarm ist, der sehr früh abgegangen ist. Und hier haben wir gelb gezeichnete Königin aus dem letzten Jahr, Nummer 24. Das heißt, die ist auch einem Imker, der sich auf jeden Fall Mühe gibt, abgegangen, gezeichnete Königin. Natürlich der Jackpot für uns. Und das ist alles jüngster Wabenbau, was hier drin ist. Auch ganz wenig Honig eingetragen. Wenn das Volk schon ein Jahr drin ist, dann rechne ich damit, dass da mindestens ja, 20 Kilo Honig oder so drin sind. Und hier sind vielleicht 10 Kilo auf den ersten Blick drin. Also ist das ein junger Schwarm von dieses Jahr. Aber gut, wir haben auch mal gewonnen. Da einmal für die Nachwelt festgehalten, so viel Schwein muss man mal haben.
Und dann legen wir los. Und jetzt brauchen wir auch nicht die Kunstschwammkiste hier verwenden, was ich vorhatte, sondern wir können es einfach hier eine hängen und die Bienen von oben einkehren oder von einlaufen lassen, je nachdem. Die werden ihrer Mutter folgen. Tun wir das drauf, dann können wir es ja einkehren. Wir tun die ersten einkehren und den Rest schmeißen wir immer da unten vor. Genau. Dann laufen die ein. Ja, also das wird schon funktionieren. Aber wenn die jetzt wissen, und vor allem wenn die Brut jetzt gleich weg ist, ne? Wenn die Brut weg ist, dann sind es eh wieder ein Schwarm sozusagen. Ne? Ja, klar. Lass mal Spalt offen, dass wir da die Bienen so reinkehren können. Ne? Ja, genau. Oder lass mal so offen, genau. Passt? Ja. Die ersten Sammelschichten um die Königin. Ja, ja. Na, die sind schnell da. Ne? Wenn die Königin einmal da ist und die wissen, wo sie ist, sind sie schnell da. Ne? Gut, das hast du schnell entdeckt. Das ist ganz schnell gegangen. Ich kann sagen, ich habe ein bisschen Training im Auge. Ne? Ich wusste, wenn wir mitnehmen. Na, das ist ja Trainingssache, wirklich. Wenn du weißt, was du suchst und es geht schnell. Ne? Vor allem, wenn es gezeichnet ist, ist es ja Selbstläufer. Ja, das ist kein Thema. Ja, perfekt. Mit denen hätte ich nicht gerechnet. Aber ab geht's. So, der Imkerlehrling muss es selber machen. Ah, ist das schön, wenn man einen Lehrling hat. Ja, super. Ist auch super für den Lehrling. Ja. Aber ich sage ja, für mich ist diese Aktion auch Premiere, ne? Ja, die Brut können wir vergessen, der baut sich eh gut auf. Wir haben jetzt noch nicht mal Sommersonnenwende, das ist eh kein Thema. Das ist verschwendete Mühe, dass er weg damit und fertig. Du kannst mal sehen, sind sogar hier recht geschmeidig. Also ich bin noch nicht gestochen worden. Obwohl ich halb gepanzert bin. Ja, sie sind sehr friedlich. Sehr friedlich. Naja, scheinen recht gute Bienen zu sein. Auch das mit dem Kahn, das ist ja reine Karnika. Also die paar bunten Bienen, die gerade drin waren, die werden mit dem Schwarm geflogen sein, weißt du? Ja. Weil du hier siehst, das ist hier alles sauber. Das ist ja reine Karnika. Das ist ja gute Karnika, die du kriegst. Wird da ganz früher Schwarm gewesen sein. Ich schätze mal so, erste, zweite Maiwoche ist der rausgegangen. Also er ist schon so weit aufgebaut. Ich habe einen Schwarm in der Beute bei mir, auch vom 1. Mai und vom 2. Mai. Ja. Ja. Und der ist genauso weit. Also das ist... Pass auf, da oben ist der Honig. Da siehst du das? Den, ja, ja. Oh, ja. Den können wir vielleicht sogar noch den Besitzern geben hier. Den können wir gleich verwenden. Ja? Ja, den können wir gleich weggeben. Ne? Na, das schmeißt weg, das ist der Brutwabe, das auch weg. Das wird eingeschmolzen. Und wir da oben drüber, siehst du das? Das sind hier die frischen Honigwaben hier. Ja. Die können wir da für die Damen und Herren rausnehmen. Das große Fass, was sie da haben, ist doch ein bisschen zu groß dafür eigentlich. Ne? Schauen wir, ob sie eine kleinere Schüssel haben oder so. Ja. Jetzt, wenn du die Wabe fertig hast, ja? Ja. Stoß dann mal einmal den Korb auf. Ja. Geht, ja, perfekt, ja. Nehmen wir. Stoßst du einmal den Korb auf, dass die Bienen runterpurzeln. Ja? Ja. Und dann schüttest du die Bienen oben in die Box rein. Okay. Dass die ersten schon mal drin sind, weißt du? Und die anderen tun wir dann vorne einlaufen lassen. Ja, erst aufstoßen. Perfekt, ja? Das da runter. Kannst den ganzen Deckel runternehmen. Von meiner super Handwerkskunst. Ja, das sollen die Leute gar nicht sehen, was ich da mache. Genau, die da oben rein. Dass sie gleich bei der Königin sind, weißt du? Und jetzt der Deckel drauf. Ja, lass liegen, ist wurscht. Oder nimm's raus, egal. Da nicht hin. So, und jetzt schnapp dir mal den Deckel vom Schwarmeimer. Und den legst du unten so vors Flugbrett. Mach die Klappe dazu, dass du dir das Loch eben zumachen, das Spundloch. Das Spundloch kannst du zuschieben. Das kannst du, genau. Legst einfach so davor und dann werden es einlaufen. Dann lassen wir es jetzt einlaufen. Und den Rest schütten wir jetzt alles davor, dann gehen es von alleine rein. Ja. Große Brutwabe erwischt hier. Ne? Wo ist denn Besen oder was? Wo ist der? Der ist dort neben einem Kübel. Oh je. Na, ich. Super. Dankeschön. Kannst du da unten runter?
Und wenn wir den Wabenbau da komplett raus haben, dann stoßen wir es einfach vor die Beute ab. Ja. Und dann werden es eh reinfolgen. Was sollen sie tun, ne? Mal kehren wir es ab oder wie auch immer wir es machen. Hier noch was? Ja. War interessant, dass sie da unten schon wieder Schwarmzellen angesetzt haben. Spielnäpfchen wahrscheinlich, ja? Irgendwelche Spielnäpfchen sind das hier. Es ist, der Eimer ist, glaube ich, auch. Eigentlich kannst du auch einfach in den Baumstamm reinkehren. Oder kehren wir sie nachher vom Baumstamm aus vor die Beute. Ja? Die sind da eh schon angefangen zu sterzeln, das heißt, die fliegen sich eh bald ein. Ja, da rein. Ja, also ich glaube, es funktioniert. Dann. Ja, was wollen sie jetzt hin? Sie meinen, sie haben keine Wahl, weißt du? Ja. Meine Königin ist drin, das haben sie mittlerweile auch schon gescheckt. Ja, das bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das gepeilt haben. Okay, das ist Honig. Das ist Honig, ja, ja. Das ist Honig. Oh, so ein Mördervieh konnten es da nicht eintragen. Ich sag ja, das ist ja frischer Schwarm, ne? Das ist. Der alte draufgegangen und der neue. Ja, nein, der alte ist draufgegangen, der neue ist gleich eingezogen in die Kiste. Das ist. Das hatte ich eh vermutet. Ich habe es mir nicht vorstellen können, ja, dass das war Schwarm drei Jahre. Gesagt, ja. Ja, drei Jahre, das ist mir einfach zu lang. Das ist. Das ist, wenn er es über den Winter schafft, ja, und dann im Sommer, dann ist er meistens im Herbst hinnig. Ja. Aber drei Jahre. Glaube ich einfach nicht. Ja, das ist von Anfang an richtig vorausgesagt. Ja. Wenn der Lehrling arbeitet, darf der Imker filmen. Wir haben jetzt den Wabenbau hier rausgenommen. Schütten die Bienen da jetzt vor die Beute und irgendwo müssen sie hin. Viele Möglichkeiten haben sie nicht. Wäre natürlich besser gewesen, wenn wir ja ein bisschen mehr Tuch hätten. Aber wir müssen versuchen, den nächsten Stoß direkt auf irgendwo aufs Tuch zu kriegen da nachher. Mhm. Jetzt haben wir sie alle davor rumlaufen. Sind sie schon am Sterzeln da unten ein bisschen? Ja, langsam wird's. Sie trauen der neuen Wohnung noch nicht zu 100%. Aber wo sollen sie hin? Über Nacht müssen sie einziehen. Sie haben keine Wahl. Boah. Bärenkräfte hat der Mann. Bärenkräfte. Ich sehe das schon hier. Sieht nicht so schlecht aus, glaube ich. Ja. Sobald die mal die Spur haben, dann sollte es eigentlich funktionieren. Aber sie hier sind ein bisschen schwer vom KP gerade. Also ein bisschen weiter vor auch hingeschossen. Ne? Versuch sie mal darauf zu kehren, auf das Tuch. Vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter. Vor allem quetschen wir da nicht so viele gleich. Ne? Das ist ja. Ja, sie finden aber die Spuren nicht. Tu mal die auf dem Brett vor das Flugloch direkt davor kehren. Also stramm dran jetzt. Also, genau, so, ja.
Ah, ja. So, na, die gehen rein, ne? Die gehen rein, ja. Na gut. Sollen wir das Na, den Korb kannst du auch davor schütten, ja. Aber auch stramm davor, dass die wirklich vom Flugloch sitzen. Dass einfach den Weg reingefunden wird. Wabenkletterer, da schnimmt er mal weg. Natürlich krabbelt mir da wieder einen in die Hose rein. Ja gut, die ziehen aber rein. Ein paar ziehen oben durch den Deckel rein, siehst du das? Sollen wir es oben reinlassen? Oder sollen wir zumachen? Das Problem ist, dass sie sich dann einfliegen werden dann morgen. Ne? Ja, feg sie mal da weg und dann schieb mal zu. Genau. Und Deckel zu und dann ist eh Ruhe fürs Erste, ne? Ja, das alte Tuch, da bringt gar nichts mehr. Weg damit. Wir müssen die Bienen hier auf dieses Brett drauf kriegen hier. Da kommst du schon mit Bienen oder was? Das ist Quetschmasse mit Bienen. Ja, ja, tu die mal wegfegen, da sehe ich auch so. Einen Sacker brauchen wir da nicht. Vor allem ist der ganze Honig, die haben auch schon viel, sind auch einige schon Honig getränkt da, ne? Ja, ja. Das ist auch. Na, aber schaust, die marschieren jetzt alle brav rein, das geht jetzt sehr gut. Was? Sollen wir den Stamm auch davor kehren? Ja, aber stramm davor diesmal. Das ist. Ja. Ah, der Mann hat Bärenkräfte, das ist das Schöne. Wenn man Lehrling hat, der auch noch Kräfte hat, das ist ja. Gutes Personal ist schwer zu finden, ne? Na, näher ran noch, wir waren ganz, ganz nah dran jetzt. Ja, wir gehen rein. Schau, sie fliegen wieder auf den Ast drauf, den Stamm drauf. Da siehst du das da? Das muss weg. Oder wir schmeißen eine große Plane rüber oder so, dass es einfach zu ist dann. Ne? Ja, erst einmal ja. Also, die werden sich bis morgen anfangen einzufliegen da. Ne? Aber jetzt erstmal wollen sie immer zurück. Das ist so. Solange das da liegt, bilden sich da die Schwarmtraube dann. Ne? Genauso wie diese idiotische Schwarmtraube da hinten. Das müssen wir gleich mal wegschaffen. Aber Wahnsinn, wie viel Königin-Pheromon da drin ist. Die war ein paar Sekunden in dem Käfig drin. Ja. Unglaublich. Das ist ja so, das ist eine gute Königin, ganz sicher. Das so anzieht. Es geht schon los. Wo sollen sie hin? Das ist es denn. Die meisten marschieren schon rein. Wie die Arten sind jetzt im Weg alleine finden wir dann. Ja, na, sie werden. Nee,
Das Problem ist nur, was ich hier im Augenblick ein bisschen habe, ist, dass ich meine, ich bin ein bisschen ungeduldig wahrscheinlich, ne? Dass hier kein vernünftiger, normalerweise sollten jetzt hier 20, 30 Stück stehen, sterzeln und dann kommen die anderen schon nach, ne? Das machen sie irgendwie gar nicht, sie marschieren nur unten rein, klettern dann die Wand hoch zur Königin und sind glücklich anscheinend, ne? Aber ja, gut, sie waren nicht auf Schwärmen vorbereitet. Ja, klar. Das ist auch anders als bei den Kunstschweren. Die Kunstschweren habe ich 2 Tage im Keller gehabt. Die sind schon im Schwarm halt, ne? Das ist halt so, ne? Ja, wir müssen das Holz hier wegkriegen. Das muss weg. Das können wir nicht liegen lassen. Das kommen, gehen immer wieder ins Holz rein hier. Ja, können wir zerschneiden? Ja, zerschneiden, Bienen runterkehren und dann gleich irgendwo. Wo können wir es hinbringen? Ja, da muss ich am besten anhängen. Jetzt? Auch später. Ich meine, du kannst es nicht schon alleine anhängen, wenn du willst. Na, wir holen schnell einen Anhänger. Passt schon. Vielleicht. Ja. Hier haben wir mal was gelernt, wie fängt man Schwärme. Der Norbert und ich mussten kurz weg einen Anhänger holen und in diesen Eimer haben wir die ganzen Brutwaben reingeschmissen. Und die Bienen bilden sich jetzt ein, sie müssten zurück zur Brut und haben sich hier gesammelt. Das macht uns natürlich das Leben leicht, weil jetzt brauchen sie bloß noch in die Beute einlogieren und die Brut hier wegschaffen. Was aber interessant ist, weil wir haben die Königin in die Beute gehängt. Ich habe gedacht, die würden dann eher in die Beute reinmarschieren. Aber die Brut scheint noch attraktiver zu sein. Es hilft nichts, wir müssen die Brutwaben einschmelzen. Und der Schwarm wird komplett auf frische Brut gesetzt. Eh das Gesündeste für ihn. Den werden wir jetzt auch von oben in die Beute einschlagen, weil es mit dem Einlaufen funktioniert hier überhaupt nicht gerade. Der wird von oben in die Beute eingeschlagen. Ah, schau, die sind reingegangen. Siehst du das? Im Eimer drin sitzen sie. Auch, ja. Na, schütz außen. Gehen sie raus? Ja, die meisten schon, ja. Schaut gut aus. Ja. Und jetzt gleich den Käse da weg, damit uns das nicht wieder passiert. Ja. Aber ist klar, die Folgen der Brut, ne, das ist... Ja. Die lassen ihre Brut nicht im Stich. Interessanterweise noch weniger als die Königin, das finde ich gerade sehr interessant. Irgendwas passiert? Ja, nur ein Besen. Am Besen, ja. Das Besen, das muss halt beschädigen zu sehr. Ja. Ah, jetzt hast du ihn aber drin, jetzt wird er nicht mehr raus können. Und wenn jetzt den Scheiß da wegschaffen. Ah, jetzt haben wir es genau verkehrt. Nein, verkehrt rum drauf getan oder was? Ja. Was, die Flachzange verkehrt rum drauf getan oder was? Naja, wenn die Verschlüsse nicht genau passen. Ah. Okay, da muss ich mich auch dran gewöhnen. Ja, mit dem Beutenbau arbeite ich auch erst seit dieses Jahr, weißt du? Das ist nicht ein Problem. Ja, steht es doch nicht. Ja. Müssen nicht die beiden Stempel stehen? Hat die andere Beute nicht auch einen Barstempel da vorne drauf? Oder? Ja, ja. Also ja, von beiden Seiten Stempel, das ist natürlich angenehm gemacht. Ja. Jetzt haben wir es, ja, passt. Okay, jetzt den Wabenbau weg da, der muss
den schaffen wir gleich weg hier vom Platz. Ja. Dass das gleich weg ist, das muss weg. So, das Holz muss jetzt auch weg, das zerschneiden wir. Dass hier nichts mehr vom alten Nest da ist, sodass die Bienen da unten einziehen. Es ist eh schon eine schöne Schwarmtraube in der Beute gewesen. Und wir haben ja die Königin gesperrt im Käfig in der Beute. Das heißt, sie haben gar keine Wahl, als das Ganze auch anzunehmen. Im Augenblick sind sie aber noch ein bisschen verwirrt, wo es hingeht. Ich meine, dieses Volk war überhaupt nicht in Schwarmmodus. Und das auf diese Weise umzusiedeln ist halt... Wer hat schon Erfahrung mit sowas? Ich nicht. Ich mache das hier auch gerade mit neuen Erfahrungen. Aber ich glaube, wir haben die Schlacht gewonnen und das sollte, glaube ich, gleich funktioniert haben. Sobald wir das Holz hier weggeschafft haben, sind wir fertig. Übrigens, ich bin auch schon wesentlich mutiger geworden, außer dass sie sich ein bisschen am Kopf ausruhen. Sind das hier wirklich ganz liebe Bienen, offensichtlich tatsächlich eine Reinzuchtkönigin gewesen, die einem Kollegen Anfang des Jahres irgendwann abgegangen ist. Ja, viel können wir nicht machen, ne? Das Holz weg und fertig. Ne? Ja. Kehren wir nochmal daher, ne? Ja, ich lege die Kamera weg. So, und am frühen Abend heißt es dann Spiel, Satz und Sieg, Norbert und Dirk. Also entscheidend, wenn man so eine Aktion macht, ja, ist, dass man wirklich alles Material, wo die Bienen vorher drauf waren, auch wegschafft. Weil irgendwie haben sie ein Interesse, wieder zurückzukehren zum alten Bau und vor allem auch das alte Wabenmaterial dann einmal wegschafft. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufräumen hier. Dann war es das. Das Volk wird bis zum Abend eingezogen sein. Morgen können wir es dann wieder verstellen. Ja, ich brauche dringend eine bessere Speicherkarte für diese Kamera. Da muss ein bisschen was Größeres her. Ist egal, das Ganze ist erledigt gewesen mit dem Ende der letzten Sequenz. Und genau so haben wir es dann auch stehen gelassen. Das heißt, die Bienen werden über Nacht sich in die Beute einziehen und ich bin überzeugt, die werden auch nicht wieder ausziehen. Erstens ist die Königin oben gesperrt, das heißt, die bleibt bis morgen früh gesperrt und dann kommt die ganze Beute auf Norbert seinen Bienenstand. Dort wird dann die Königin auch wieder freigelassen und bis dahin über Nacht überlassen wir sie erstmal sich selbst. Warum der Baum weichen musste, sollte, glaube ich, jeder einsehen. Der war komplett von oben bis unten hohl und ist dann auch schon eine Gefahr für die Nachbarn und für die Menschen, die dort leben. Der Baum musste weg und die Bienen zu retten war eben in dem Fall, ich würde sagen, überhaupt eine Ehrensache, auch wenn es wirklich Arbeit ist, das da rauszuholen, hat uns den ganzen Nachmittag gekostet. Und ja, belohnt worden ist der Norbert offensichtlich auch dann. Es ist sicher eine Reinzuchtkönigin, was da drin ist. Und ja, so ist das. So, und das ist einfach jetzt hat man das einfach mal gesehen. Die Damen, also die Nachbarn, die das beobachtet haben, haben gemeint, der Schwarm sitzt seit mindestens 3 Jahren in diesem Baum. Ich habe gesagt, ich bezweifle das. Ich habe es von Anfang an bezweifelt, dass dieser Schwarm 3 Jahre da drin überlebt, nicht in der heutigen Zeit. Ich habe genau das angenommen, was da passiert ist, und zwar ist dort vor 3 oder 4 Jahren einmal ein Schwarm eingezogen. Der hat den ersten Winter überlebt. Dann im Frühjahr hat er sich entwickelt. Und im Herbst kaputt. Dann kommt die Wachsmotte, frisst den ganzen Kram zusammen. Und das ist ein Schwarmmagnet. Diese ganze Wachsmottenpampe, wenn das da unten drin liegt, das lockt weitere Schwärme an wie nichts Gutes. Also ist einfach im Folgejahr der nächste Schwarm eingezogen. Und ja, wie viele Schwärme insgesamt jetzt schon in diesem Baum gelebt haben, kann ich nicht sagen. Aber wir haben definitiv einen frischen Schwarm von diesem Jahr rausgeholt. Gelb gezeichnete Königin von letztes Jahr. Die wird nicht letztes Jahr geschwärmt sein. Und es war eh jüngster Wabenbau da. Also wunderschöner junger Wabenbau. Auch dieser Schwarm wäre dann jetzt über den Winter gekommen. Ziemlich sicher, weil viel Milben kann er ja nicht haben. Und dann gleiches Phänomen. Nächstes Jahr wird die Varroa ihn zusammenschließen. Kaputt. So ein wilder Schwarm hat heutzutage kaum eine Überlebenschance. Also ich hätte mich auch gewundert, wenn der 3 Jahre durchgehalten hätte. 3 Jahre, nehme ich an, könnte passieren. Vielleicht, ja,
dass er den zweiten Winter auch noch übersteht, aber im dritten Jahr ist er sicher weg. Also das überlebt das Volk nicht. Aus dem Grunde hat dieses Volk jetzt eine vernünftige Überlebenschance beim Norbert, der von mir auch weiterhin unterstützt wird. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich auf weitere Kommentare. Bis zum nächsten Mal.